Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Kleiner Mistkerl, nimmst du die Finger von meinem Sohn? Hast du mich verstanden? Pfoten weg von Justin Claude. Ach, du bist der Vater von dem Jungen. Kein Wunder, dass der keine Manieren hat. Oh, jetzt reicht's. Jetzt reicht es, mein Freund. Das war schwere Körperverletzung. Ich zeig sie an. Wie ist Ihr Name? Axel Sieveking, mein Name. Freut mich. Mein Vorschlag wäre es, dass Sie sich einfach mit dieser Familie zusammensetzen und einfach noch mal reden. Willst du, dass Axel ins Gefängnis kommt? Ich ziehe die Unterlassungsklage zurück und die Anzeige. Aber dafür verbringe ich eine Nacht mit Axel. Die Unternehmerfamilie Kienle lebt ein luxuriöses Leben im schönen Berliner Bezirk Dahlem. Mit Leuten aus einfachen Verhältnissen hat das Paar überhaupt keine Berührungspunkte. Doch das ändert sich, als Mutter Kathi und Vater Tobias ihren Sohn Max eines Tages vom Fußballspielen abholen. Dort machen sie die Bekanntschaft mit der Arbeiterfamilie Sieveking aus Berlin-Wedding. Sag mal, seit wann spielt denn der Max hier mit diesen Assi-Kindern Fußball? Das willst du mal, ja, weg? Hey, jetzt reicht's aber da! Hey! Du kleiner Mistkerl, nimmst du die Finger von meinem Sohn? Hast du mich verstanden? Pfoten weg von Justin Claude. Ach, du bist der Vater von dem Jungen. Kein Wunder, dass der keine Manieren hat. Hey, gib dir gleich Manieren, Mann. Du weißt doch gar nicht, wie Manieren geschrieben wird. Kein Wunder, dass der Junge nicht weiß, sag ich mal, was Manieren sind. Dein Sohn hat angefangen, das verwöhnte Balk. Pass auf, rede so nicht über meinen Sohn, du Primitivling. So beleidigst du mich, hast du mich verstanden? Primitivling. Alter, ich zeig dir gleich, was primitiv ist. Okay, komm. Warte, wir gehen. Komm. Oh, jetzt reicht es, mein Freund. Das war schwere Körperverletzung. Ich zeig sie an. Wie ist Ihr Name? Axel Sieveking, mein Name. Freut mich. Und was wirst du jetzt machen? Du kannst mich damit nicht einschüchtern. Also mir reicht's. Gibt's doch gar nicht. Mir reicht es. Tut mir echt leid. Es war ein Versehen. Ich bitte um Entschuldigung. Das hätten Sie sich früher überlegen müssen, bevor Ihr Mann und Ihr Sohn über mich und meine Familie hergefallen ist. Wie gesagt, die Tiere. Ach, das ist Blödsinn. Nein, das war ein Versehen. Und Kathi, Max, deswegen gehen. Muss man nicht eine Anzeige. Komm, Feierabend. Tobias Kienle ist entsetzt über die Attacke von Axel Sieveking. Seiner Meinung nach ist das Verhalten seines Kontrahenten absolut unverschämt. Gleich am nächsten Tag sucht er mit seiner Frau die Anwältin Ariane Paulus auf, um gegen das freche Auftreten der Familie Sieveking vorzugehen. Diese Pöbelbande, die gehört angeklagt. Ich lasse mir das auch nicht bieten von dir. Aber verklagen, meinen Sie nicht, dass das eher so ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen? Nein, überhaupt nicht. Frau Paulus, Sie sind unsere Anwältin und wir möchten, dass Sie uns hier auch vertreten. Ja, Herr Kienle, ich verstehe das schon, dass Sie auch aufgebracht sind. Aber meinen Sie nicht, dass es dafür eigentlich auch noch eine andere Lösung gibt? Und was für eine Lösung schlagen Sie vor? Mein Vorschlag wäre es, dass Sie sich einfach mit dieser Familie zusammensetzen und einfach noch mal reden. Nein. Also mit den Affen auch noch ein Kaffeekränzchen in unserem Hause. Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber Herr Kienle, es ist doch eigentlich gar nichts passiert. Und ich meine, als Eltern haben Sie doch auch eine gewisse Vorbildfunktion. Die beiden wollen doch auch noch zusammen Fußball spielen, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Und ich meine, wenn das Gespräch nichts bringt, dann können Sie immer noch Anzeige erstatten. Also wir machen das aber auch wirklich nur für unseren Sohn. Also für die Sieveckings schon mal gar nicht. Meiner Meinung nach übertreiben meine Mandanten schon ein wenig. Und bevor Kindes aus einer Mücke einen Elefanten machen, versuche ich deeskalierend einzugreifen. Und nach einem klärenden Gespräch von beiden Seiten ist eine Anzeige wohl kein Thema mehr. Einige Tage später hat Ariane Paulus ein Treffen zwischen den zerstrittenen Familien organisiert. Kathi und Tobias Kienle fällt es nicht leicht, die Familie Sieveking bei sich willkommen zu heißen. Sie sind den Umgang mit so einfachen Leuten nicht gewohnt. Im großzügigen Haus der Kienles soll der Streit im Beisein der Anwältin beigelegt werden. Geile Bude habt ihr hier. Ja. Was haben wir? Kommen Sie rein, nehmen Sie doch Platz. Ja, gerne. Schauen Sie sich mal Ihre Jungs an. An denen sollten Sie sich wirklich mal ein Beispiel nehmen.
Also, meinen Sie nicht, dass Sie sich entschuldigen können und dann ist die Sache vergessen? Es ist ja auch nicht mal wirklich was passiert. Der soll anfangen, sich zu entschuldigen. Icke? Ja. Wieso Icke? Sie haben doch angefangen und haben meinen Sohn zur Sau gemacht. Ja, weil wir uns von solchen Proleten nichts gefallen lassen. Ey, nur weil sie Kohle ohne Ende haben, soll das doch nicht heißen, dass sie machen können, was sie wollen. Also finden Sie nicht, Sie sollten mal die Tonart wechseln? Können wir uns nicht wie Erwachsene unterhalten? Reden? Mit dem? Nein, der muss die Härte des Gesetzes spüren. Was, wirst du mich immer noch anzeigen, nur weil du den Ball abbekommen hast? Weichei. Apropos, du halt mal einen Ball flach. Wir können uns eine Gerichtsverhandlung gar nicht leisten. Ich verdiene nicht genug in der Fabrik und du bist auch schon Ewigkeiten arbeitslos. Wie stellst du dir das vor? Lass es doch gut sein, Mensch. So kommen wir doch hier nicht weiter. Statt sich anzufeinden, wäre es doch wirklich mal an der Zeit, sich die Hand zu reichen. Frau Paulus hat recht. Wir benehmen uns wie im Kindergarten. Dabei verstehen sich unsere Jungs doch so gut. Vorschlag. Wie wäre es, wenn Sie nächsten Sonntag zu unserer Gartenparty kommen? Und wenn Sie keine anderen Verpflichtungen haben? Also, was sollen die auf unserer Party? Ach, Herr Kienle, ich finde das eine ganz hervorragende Idee. Springen Sie mal über Ihren Schatten. Hören Sie, dann werden Sie auch bestimmt ganz schnell Ihre Ressentiments begraben. Was sollen die bekommen? Party finde ich gut. Bin ich mit dabei. Und bring auch was mit. Ich wollte vor unserer Anwältin nicht als herzlos dastehen. Deshalb habe ich diese Familie zu unserer Gartenparty eingeladen. Aber ehrlich gesagt, das kann ja heiter werden. Da ihr Mann Tobias beruflich viel unterwegs ist, ist Kathi oft einsam. Um der Eintönigkeit ihres Alltags zu entfliehen, hat sich die Shopping Queen ein Hilfsprojekt ausgesucht. Sie will Bettina Sieveking für die Gartenparty stylen, um sich vor ihren Freundinnen nicht mit ihr zu blamieren. Mit Sohn Max im Schlepptau will die 35-Jährige den Sieveking's ihre eigennützige Idee vorschlagen. Zu sein. So ganz zufällig sind wir nicht gekommen. Nein. Ich möchte sie nämlich entführen. Entführen? Meine Frau? Nee, die brauche ich noch. Nur zum Spaß. Bettina, ich möchte mit Ihnen shoppen gehen. Als Wiedergutmachung für den letzten Stress der Tage und so. Und morgen steht ja die Gartenparty an und Sie wollen sicher schick sein, oder? Ich bezahle auch. Bin ich dabei, aber ich habe bereits ein Kleid. Aha. Moment. Das sieht wirklich toll aus. Tada! Oh, super, kannst alles tragen. Oh, ich liebe dich. Fassen Sie mal an, der Stoff, der ja, ist klasse. Schön. Auf jeden Fall. Herrlich, ne? Aber ich bin mir sicher, wir werden für Sie was finden, was ein bisschen besser zu Ihrem Turn passt und Ihre Figur betont. Meine Figur. Und wie gesagt, ich bezahle auch. Okay, aber unter einer Bedingung. Wir duzen uns ab jetzt. Okay. Okay. Kathi. Bettina. Gut, dann könnten wir eigentlich aufbrechen. Cool, dann hole ich jetzt mal meine Tasche. Ja. Ja, geil, bist ja doch nicht so verkehrt, wie ich dachte. Ich muss schon sagen, der Axel, der ist schon ziemlich anziehend, wie der mich gerade angefasst hat. Obwohl er eigentlich gar nicht mein Niveau ist. Naja, der Schlauste ist er auch nicht. Geld hat er auch nicht. Der kann eigentlich einer Frau nichts bieten. Außer, dass er mir wirklich richtig gefällt. Wie versprochen geht Kathi mit Bettina auf eine ausgedehnte Shoppingtour, um ihr ein schönes Outfit zu schenken. Seit 4 Stunden kauft sie nicht nur für sie, sondern auch für deren Mann Axel und Sohn Justin Claude viele neue Designerklamotten ein. Bettina freut sich sehr über ihre neue spendable Freundin. Aber Kathi macht sich nur über sie lustig. Das ist Versacke. Und hier haben wir Louis Vuitton. Und Gacki. Kenn ich alles aus dem Fernsehen, du. Die von Gacki, stimmt. Die haben wirklich tolle Sachen, nicht wahr? Komm, ich habe da hinten noch was für dich gesehen. Okay, noch mehr? Oh, Mensch, das ist Kathi, aber du schön. Du hast ja schon so viel gekauft. Komm, such dir ein Tuch aus. Oh, das steht dir richtig gut. Meinst du? Ich finde das toll. 180 Ocken? Mensch, Kathi, das geht nicht. Du hast schon so viel Geld für mich ausgegeben. Und jetzt noch für ein paar hundert Euro ein Tuch. Du, das bisschen shoppen, das tut mir nicht weh. Komm, nimm's. Ey, weißt du was? Du bist der Engel, von dem ich jede Nacht träume.
Komm, lass dich mal drücken. Sehr klasse. Echt? Die sind auch nicht schlecht. Ich glaube das nicht. Das ist ja wie Weihnachten. Ich habe verdammt großes Glück. Eine Freundin wie dich, einen Mann, in den ich verknallt bin wie am ersten Tag, einen Sohn, auf den ich super mega stolz bin. Gut, ist mit der Kohle halt immer ein bisschen schlecht, aber Geld allein macht ja nicht glücklich. Hauptsache, man hat die Liebe der Familie. Aber das kennst du sicherlich auch. Was erzähle ich dir? Na klar. Alter Falter, da bin ich ja mal platt. Kathi gibt so viel Kohle für mich aus, für mich und meine Familie. Ich werde da morgen antanzen wie ein Queen aus dem Wedding. Du, wirst du mal sehen. Am nächsten Tag findet die Gartenparty bei den Kienles statt, zu der auch das Ehepaar Sieveking eingeladen ist. Tobias schaut nach wie vor auf das Arbeiter-Ehepaar herab. Aber Kathi ist insgeheim neidisch auf die harmonische Ehe zwischen Bettina und Axel. Denn zwischen ihr und Tobias gibt es schon lange keine Zärtlichkeiten mehr. Hallo Bettina. Hallo Axel. Hallo. Na, hallo. Alles gut? Hallo Lady. Hallöchen. Sag mal, Kathi, hast du ein kühles Bierchen hier? Ja, steht auf der Terrasse. Tobias! Hier, ach, bevor ich es vergesse. Nudelsalat. Aha. Nach Art des Hauses. Das ist nach dem Geheimrezept meiner Mutter. Und den Käseigel, haben Sie den auch in der Tasche? Was für ein Ding? Den Käseigel haben Sie den auch bei? Nudelsalat. Nee, ich kenne nur Mettigel. Ich komme, wir probieren. Du, Bettina. Kannst du ihn bitte darüber stellen? Na klar, mach ich. Die macht sich total lächerlich mit ihrem Nudelsalat. Als ob wir sowas nötig hätten. Wir haben doch alles im Feinkostladen bestellt. Was war das? Ach, sieh, das ist so ein Mauerblümchen. Und wer ist er? Das ist ihr Mann. Und er ist schon ziemlich anziehend, finde ich. Und nicht nur das. Aber wenn ihr wüsstet, wie er mit seiner Frau umgeht. Na, wie der mit seiner Frau umgeht, kann ich mir schon vorstellen. Herr Sieveking, wir haben doch auch Flaschenöffner. Kennen Sie sowas? Na klar, weiß ich, was ein Flaschenöffner ist. Naja, bei Ihnen hapert's ja auch so an manchen Stellen, ne? Naja, wenn man so auf Hartz IV angewiesen ist, ist das sicherlich nicht einfach. Also große Sprünge kann man da sicherlich nicht machen, oder? Habt ihr denn die Augen gesehen? Und der Hintern ist? Das ist ein toller Blick. Ich denke, das muss ja jeder selber wissen. Was hat man da eigentlich so im Monat als Hartz IV-Empfänger? Aber hat ja auch alles seine Vorteile, ne? Man lebt in den Tag hinein, hält sich auf Gartenpartys auf. Meinen Gartenpartys zum Beispiel. Herr Sieveking, es läuft ja wie geschmiert. Wenn ich mit diesem asozialen Pack erstmal fertig bin, dann werden die begreifen, dass sie in ihrem Ghetto bleiben sollen. Bettina bemerkt die Sticheleien von Kathi und deren Freundinnen nicht. Aber Axel rächt sich für die Anfeindungen des Hausherrn. Also, das Kleid ist ja hier von Louis Vuitton, ne? So. Und die Schuhe sind von Versace. Und die Kette, die ist von Gacki. Hey! Oh mein Gott, Tobias! Das ist doch nicht zu fassen, du! Was ist passiert? Dieser Vollidiot, der wollte mich umbringen, dieser Spinner! Wer denn genau? Ja, wer wohl? Axel, dieser Vollprolet! Dieser hirnverbrannte Spinner, der sollte mir eine Flasche Wasser zum Löschen des Grills geben. Was gibt der mir? Spiritus, dieser Vollidiot. Hau ab, lass mich in Ruhe. Selber schuld. Wenn ich wirklich so ein Spatzenhirn bin, wie du glaubst, dann kann ich Spiritus vom Wasser nicht unterscheiden. Ja, das habe ich wohl gesehen. Sorry, ich bin halt ein Depp, ich kann nicht lesen, aber anscheinend kannst du das ja auch nicht. Aber pass auf, Freund. Pass auf, komm. Mir reizt, gib mal eine Flasche her und verschwinde, nimm deine Sippschaft. Komm, raus hier. Komm, raus. Weg von meinem Grundstück! Komm, ich brauche aber noch meine Tasche, Mensch. Komm, wir gehen. Ich glaube, die Party ist vorbei. Die Party ist vorbei, aber der Krieg hat jetzt erst begonnen. Das schwöre ich euch. Runter von meinem Grundstück! Ja, ja. Eine absolute Katastrophe. Was sollen nur unsere Freunde von uns denken, dass wir uns ein solches Pack ins Haus holen, die auch noch unsere Party zerstören? Dieser Axel, der ist wirklich unmöglich. Allerdings, ich muss schon sagen, dass er Tobias so die Stirn geboten hat, das hat mich schon beeindruckt.
Sag mal, hast du eine Schocke? Mal ganz ehrlich, Kathi ist meine Freundin. Wolltest du ihren Alten um die Ecke bringen? Ey, du hättest sie mal sehen sollen, wie der mich runtergemacht hat. Ey, der hat es nicht anders verdient. Ja, aber was ist, wenn er jetzt tatsächlich die Bullen ruft? Mann! Ach, da soll die nur haben, die Pussy. Ja, die Pussy. Da Axel die Stimmung auf der Gartenparty ruiniert hat, haben die Kienles alle Gäste nach Hause geschickt. Wütend hat Tobias Ariane Paulus alarmiert. Nachdem er ihrer Anwältin von Axel Sievekings hinterhältigem Angriff berichtet hat, entbrennt zwischen den Eheleuten ein Streit. Eins sage ich dir, dir und unserem Sohn untersage ich jeglichen Kontakt zu diesen impertinenten Leuten. Muss das denn sein, dass du so schwere Geschütze auffährst? Der Max und Justin Klo, die verstehen sich doch so gut. Sag mal, auf wessen Seite stehst du überhaupt? Warum fällst du mir in den Rücken? Ich fall dir nicht in den Rücken und ich beschütze auch niemanden. Aber die Sievekings, die hatten so viel Spaß auf unserer Gartenparty. Und die Bettina, die hat sogar einen Nudelsalat mitgebracht. Nudelsalat? Ja, so viel Mühe hat sie sich gegeben, die hat Nudelsalat mitgebracht. Da wird sie wohl kaum geplant haben, dir, mir oder Max irgendeinen Schaden zuzufügen. Sind das jetzt deine neuen Freunde? Oder warum stehst du auf dessen Seite? Ich stehe auf gar keiner Seite, aber diese Menschen, die haben doch nichts. Da kann man doch ein bisschen großzügiger sein, oder? Ja, großzügig. Meine Kreditkartenabrechnung, die habe ich mir mal angeschaut. Und diese ganzen schicken Klamotten, die heute anhatten, die habe ich bezahlt. Weißt du was, Tobias? Du bist einfach nur kleinkariert und verbohrt. Ach so. Du willst doch dein Ego nur aufpolieren, indem du dieses Mauerblümchen ausstaffierst. Das hast du doch nur vor. Den ganzen lieben Tag hast du nichts zu tun. Hören Sie mal, Herr Kienle, das bringt doch nichts. Diese gegenseitigen Vorwürfe, das führt Sie keinen Schritt weiter. Ich meine, wenn Sie mögen, dann rede ich noch mal mit Herrn Sieveking. Und dann wird er sich auch sicherlich entschuldigen bei Ihnen. Frau Paulus, eine Entschuldigung, dafür kann ich mir nichts kaufen. Dieser Typ, der gehört verklagt. Und zwar jetzt. Bevor hier irgendjemand verklagt wird, möchte ich, dass Frau Paulus noch mal mit den Sieveking spricht. Wir können doch nicht so herzlos sein und die Leute in den Ruin stürzen. So, das ist mein letztes Wort. Ich darf auf gar keinen Fall zulassen, dass Tobias mit seiner Aggression mir die Sievekings verprellt. Wobei mir diese Bettina und Justin Claude eigentlich völlig egal sind. Aber ich muss Axel unbedingt wiedersehen. Tags darauf besucht Ariane Paulus das Ehepaar Sieveking. Sie will den beiden klarmachen, dass Axel diesmal zu weit gegangen ist. Er muss mit einer Anzeige rechnen. Kathi Kienle konnte ihren Mann bisher noch davon abhalten. Aber ob es dabei bleibt, weiß Ariane Paulus nicht. Was heißt denn das jetzt? Das heißt ganz konkret, dass Herr Kienle eigentlich eine Anzeige plant wegen Körperverletzung. Und wenn Frau Kienle nicht gewesen wäre, dann hätten sie schon längst Post im Briefkasten von der Polizei gehabt. Kathi? Mhm. Kathi hat uns da rausgeboxt? Siehste, sag ich dir doch. Dicker, das ist eine Burner-Frau. Na, meinen Sie denn, das bringt was, wenn sich mein Mann beim Kienle entschuldigt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Im Moment ist Herr Kienle sehr aufgebracht. Aber schaden kann es bestimmt auch nicht. Herr Sieveking, können wir denn mit einer Entschuldigung rechnen? Nee, ich hab da keinen Bock drauf. Echt. Wie, Moment mal, du hast da keinen Bock drauf. Ey, zieh mal einen Stock aus dem Arsch. Da brichst du dir doch keinen Zacken aus der Krone, wenn du dich entschuldigst. Na klar, brech ich mir da einen ab. Ich hab da keinen Bock drauf. Er schneidet mir einen Arm ab, als mich bei dem zu entschuldigen. Na, was soll denn das? Du hast aber Mist gebaut. Wisst ihr was? Ich muss mal. Ihr muss mal? Ich hoffe nur, Kathi kann uns da rausboxen. Aber sie ist meine Freundin, sie wird mir schon helfen. Am nächsten Tag fällt Kathi auf, dass Bettina im Eifer des Gefechts ihre Nudelsalatschüssel auf der Gartenparty vergessen hat. Ein guter Grund für die 35-Jährige, den Sievekings einen Besuch abzustatten. Denn Kathi kann nur noch an Alex denken. Sie möchte ihr Objekt der Begierde unbedingt wiedersehen. Du, Kathi, bevor ich es vergesse, ich eigentlich wollte ich mich bei dir bedanken, aber ich weiß gar nicht, wie ich mich bei dir bedanken soll, weil Frau Paulus war hier, die Anwältin, und die hat uns erzählt, dass Tobias und Axel anzeigen wollte und dass du ihn gerettet hast. Naja, gerettet ist gut. Der Tobias ist schon ziemlich wütend. Das kann er nicht vergnüsern, was auf der Gartenparty passiert ist. Naja, aber kannst du nicht dafür sorgen, dass Tobias Axel in Ruhe lässt und
Vielleicht, wenn Axel sich entschuldigt. Maus, ich hab dir ja schon tausendmal gesagt, dass ich mich bei dem nicht entschuldige. Ey, Kathi, nix für ungut. Du bist ein duftes Mädel, aber dein Macker geht mal überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, was man da machen kann, aber ich finde das wirklich blöd, wenn unsere Freundschaft kaputt gehen würde. Oder die der Jungs. Die verstehen sich so gut. Das wäre eigentlich ziemlich schade. Ja, das würde ich auch schade finden. Zumal Max unserem Sohn erzählt hat, dass ihr seitdem wirklich nur noch am Streiten seid und dass dem Max richtig an die Nieren geht. Ach, denn Max, der übertreibt doch. Ich muss eh los. Eure Salatschüssel. Ich hab da ja. Ich bin noch verabredet mit meinen Freundinnen im Kosmetikstudio. Mausi, wirklich alles in Ordnung? Ja, alles gut. Lass nur. Wirklich? Ja, alles gut. Pass auf, ich habe zwar jetzt für den Monat nicht ganz so viel Kohle mehr, aber dann essen wir eben halt ein paar Tage Nudeln mit Ketchup. Ich will dich aber nicht alleine lassen, du bist doch schließlich meine Freundin. Und ich merke, dass es dir nicht gut geht. Na gut. Hm? Okay, dann komm mit. Gut. Bettina hat ein schlechtes Gewissen, weil im Hause Kienle dicke Luft wegen ihrem Mann Axel herrscht. Sie will ihre vermeintliche Freundin aufmuntern und sie zu ihrem Termin im Kosmetikstudio begleiten. Als Axel seine Frau schließlich dort abholen will, wird Kathi immer eifersüchtiger. Fieberhaft überlegt sie, wie sie ihn für sich gewinnen kann. Wisst ihr was? Ich geh mich mal umziehen. Ja, mach mal. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Na, Axel, kommen Sie doch mal zu mir. Komm, kleines Schlückchen von Ihrer Frau. Da. Nee, danke. Oh. Aber Axel, ich habe gehört, Sie haben am Tage unheimlich viel Freizeit. Wollen wir die nicht bei Gelegenheit mal zusammen verbringen? Ich gehe mal nach Bettina gucken, gucken, ob der Nagellack verschmiert oder sowas. Du gehst aber ran. Na, bei so einer Sahneschnitte musst du rangehen, solange wie sie schmeckt. Ach komm, du übertreibst doch. Hab dich nicht so. Das sah jetzt gerade so aus, als ob du es unbedingt nötig hättest, weißt du? Nee, das nicht. Aber Männer mögen es, wenn Frauen in die Offensive gehen. Ach, hab dich nicht so. Angestachelt durch ihre Freundinnen will Kathi Axel endlich für sich gewinnen. Sie lädt ihn unter einem Vorwand zu sich nach Hause ein. Oh, Axel, warte doch mal bitte. Ich finde, du das mit der Entschuldigung bei Tobias, das solltest du dir noch mal überlegen. Mhm. Ich bin sicher, wenn du den ersten Schritt machst, wird er auch einlenken. Und die Anzeige ist vom Tisch. Sehe ich genauso. Mann, Kathi, fängt das jetzt schon wieder an? Ich hab dir doch gesagt, nur über meine Leiche. Ach, komm schon. Hab dich nicht so. Du kommst heute Abend zu uns nach Hause. Ihr Männer macht euch eine Flasche Wein auf und redet über alles. Na, no, macht es für mich. Gebongt? Ja, okay, gebongt. Nur weil ihr das seid. Okay. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Also, ihr wisst zwar nicht, was das noch so bringen soll, mich mit denen zusammenzusetzen. Aber sollte er mich noch einmal beleidigen, dann bekommt er ihn aufs Maul. Aber die Kathi, die ist so nett, da konnte ich das einfach nicht abschlagen. Von wegen Versöhnung. Tobias ist heute gar nicht da. Er ist nämlich auf einer Geschäftsreise. Ich muss nur noch Max irgendwo unterbringen. Und dann gehört Axel endlich mir. Kathi spielt ihrer neuen Bekannten Bettina nur die beste Freundin vor, um an ihren Mann Axel heranzukommen. Obwohl sie selbst verheiratet ist, will die 35-Jährige eine Affäre mit ihm beginnen. Sie hat es geschafft, ihren Angebeteten unter einem Vorwand zu sich nach Hause zu locken. Die wohlhabende Unternehmerfrau ist wild entschlossen, eine leidenschaftliche Nacht mit Axel zu verbringen. Was ist denn hier los? Tobias ist heute verhindert, aber wir können beide heute Versöhnung feiern. Kathi, ich will das nicht. Hey, seid ihr bescheuert? Was läuft hier? Was willst du denn hier? Bettina, ich weiß auch nicht, was hier gerade abgeht. Wie? Sie, läuft da was zwischen euch? Sie hat sich gerade an meinen Hals geschmissen. Ich kraft das gerade selber nicht. Was zum Teufel suchst du hier?
Ich habe Axel eingeladen und nicht dich. Du hast Axel eingeladen. Ist mir klar, warum du Axel eingeladen hast. Damit du ihm klar machen kannst. Ich, blöde Kuh, besorge noch einen Babysitter für unseren Sohn. Ja, heul doch. Wisst ihr, Mann, überhaupt, was hier abgeht? Es wird Zeit, dass mal einer so was steckt hier, was du machst. Komm, Bettina, wir gehen. Wenn er das erfährt, dann werdet ihr mich kennenlernen. Und haltet euch raus aus meinem Leben. Raus hier. Pass mal auf, du kleines Flittchen. Denkst du, ich hab Angst vor dir? Zieh dich warm an, Fräulein. Ich bin noch lange nicht fertig mit dir. Das fängt jetzt erst an. Raus, raus! Da parke ich ganz kurz das Auto, geh zum Haus und dann krieg ich mit, wie diese kleine, miese Drecksflittchen an dir rumgräbt. Ich dachte, das ist meine Freundin. Ich weiß selber gar nicht, was da gerade abging. Hätte ich mit ihr ins Bett gehen wollen, hätte ich meine Frau gar nicht mitgenommen. Warum kriegt Bettina so einen Mann? Und ich nicht? Hoffentlich erfährt Tobias nichts davon, sonst bin ich geliefert.